Sieht immer noch gut aus. Mal eben noch mal gucken, können wir irgendwas hier mit dem Harz, Schüssel, den Stein, können wir mit dem Kescher vielleicht hier was runterholen? Ja, noch mal langsam. So. Lieber nicht, so ungeschickt wie ich bin, und dann ja, muss ich Neues regen. Es gibt kaum. Also nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann gehen wir mal den Stein einpflanzen, weil dann haben wir den wenigstens wieder weg. Oder, warte mal, können wir mit dem Kescher nicht noch vielleicht die Mütze darunter holen? Habe ich das schon versucht? Ob ich damit wohl rankäme? Ich tue mal so, als hätte ich es probiert und wäre gescheitert. Darin habe ich ja eh Übung. Ja. Ob ich damit wohl ran... Ich tu mal... Darin habe ich ja eh... Okay. Ansonsten wüsste ich es auch nicht. Dann gehen wir mal an die Stelle, wo es den Stein gibt. Ob wir dann Shana näher kommen? Das war hier in den Ruinen. Und gehen wir mal hier vorne hin. Spotty kommt hinterher. Und jetzt müssen wir nur noch das Steinchen hier entsprechend reinstecken. Nehmen wir mal den Flüsterstein, stecken den mal hier in den Loch. Das sieht aber schön aus. Er passt. Oh, 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 oh. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Oh, oh. Nein, aus! Nicht Spot! Spot! Was? Was hast du nur getan? Oje, oje, das sollte ich lieber Bobby beichten. Ja, das ist... Was war das? Ein Krähe oder so. Ja, das ist natürlich toll, wenn man so eine fette Marder hat, ne? Nicht so schlau. Die frisst alles auf. Okay, zurück zu Bobby. Na, der wird ja aber bestimmt was ganz Böses erzählen. Wir gucken mal eben, ob hier was passiert ist bei dem Erdbeben. Gucken wir nochmal. Der Korken passt perfekt. Okay. Also hier ist gerade nicht so viel los, ne? Gut, der Baum hat auf jeden Fall das Erdbeben ausgehalten. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, dann gehen wir mal zum Ufer. Wo ist denn Bobby? Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. So ist es. Sedwick, so ist es. Bomben? Oh, oh. Die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Hm. Guck dir die doch mal an oder leck die ab. Bomben, nicht Plomben. Ach so, sag das doch. Dann pack die ein. Bomben kann man immer gebrauchen. Hier ist ein Messer. Oh, oh. Die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, das hoffen wir alle. Leck das Messer ab. Ich verzichte mal auf den Zungentest. Ich glaube auch so, dass es scharf ist. Mhm. Und dann tu doch Folgendes. Pack's dir ein. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nein, hier ist nur der See. Können wir nicht nochmal am See nochmal cachen? Weil wir werden doch auch irgendwann Hunger haben, oder nicht? Ein Fisch reicht fürs Erste. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir zurück. Und wir haben ja gesehen, dass am Zirkuswohnwagen was passiert ist. Dann lass uns das mal gleich betrachten. Da gehen wir mal rein. Was sind das hier für Rohre? Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Ah, Kopfschmerzen. Verdammt, das... Au! Au! Aua! Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Das ist die Photovoltaikanlage. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Kannst du da mal dran lecken? Ich glaube nicht, dass sie Antworten parat haben. Dafür werfen sie aber viele unbequeme Fragen auf. Ich will es gar nicht wissen. Okay.
Können wir die greifen? Nimm nicht die Tür, sondern die Rohre. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Ja, okay. Kann ich verstehen. Man soll ja auch nicht mit Strom spielen. Die Mütze muss bei diesem Erdbeben runtergefallen sein. Ja, dann leck die ab. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Hattest du schon mal erwähnt, Cedric? Und dann pack dir die doch mal ein. Okay, was können wir denn noch machen hier? Nix, nix, nix. Ich guck nochmal schnell in die Kerze, Tür, Fell. Na, oh, da ist nix los. Haben wir noch irgendwas? Was ist denn, wenn wir eine Bombe nehmen und da reinschmeißen? Ich zünde bestimmt keine Feuerwerkskörper im Ofen. Als Ben neulich Knallfrösche ins Rohr gesteckt hat, wäre mir fast ein Funken ins Auge gesprungen. Und du blind geworden. Kannst du mit dem Messer hier vielleicht drin rumstochern? Nein. Der Ofen ist schon kaputt genug und hier geht sowieso alles langsam in die Brüche. Da muss man nicht auch noch nachhelfen. Okay. Ja, dann lass uns mal weiter gucken. Dann red doch mal mit Ben. Wegen des Erdbebens. Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Ja, aber hast du das Erdbeben bemerkt? Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob. Hier sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha. Mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Nein, natürlich nicht. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Du hast keine Angst? Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Wirkemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Aber vor Tigern? Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh! Die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Richtig, weil die ja auch nur einen Kopf haben. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Ha! Die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Und das ist dann blöd, weil dann siehst du deine Bälle nicht mehr, sondern nur noch so kleine krabbelnde Viecher in deinem Auge. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Naja, das weiß man doch, weil das sind so grauenvolle Monster mit Tentakeln, Krallen... Die Askel sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Stacheln. Stacheln haben die auch. Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Askel lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Und das spitze Horn? Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn. Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Flucht denken konntest. Diese Askel scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Wow, Ben. Du bist so viel mutiger als ich. Tja, das allein wäre noch keine große Kunst. Du hast ja selbst vor Schmetterlingen Angst. Die übertragen ja auch Bazillen. Mhm. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Naja, wir versuchen es nochmal, weil er hat ja so ein paar Hinweise gegeben. Also die Krallen. Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Dann hat er ja auch was von zwei Köpfen Sie gefasert. Haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Mhm.
Und dann hat er was von scharfen Zähnen gefaselt, ne? Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Uah. Diese Askiel scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Die wollen dir aber im Dunkeln auch nicht begegnen. Ja? Außerdem, nimm mal dein Ballspiel da wieder auf. Du musst mal ein bisschen trainieren. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Und er spielt wieder an seinen Bällen. Dann red doch nochmal mit Opa. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ja, ein bisschen. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Mhm. Weißt du was? Opa hat nichts. Ich schlage es einfach. Ja, ich wirke aber manchmal. Okay. Bis später. Kopf hoch. So, ist vielleicht in Opas Wagen auch was runtergefallen? Nee, ne? Hier ist nur die Tür, da ist immer noch der Frosch. Können wir denn nicht mit dem zum Beispiel was machen? Wenn wir den Frosch jetzt freundlich mal mit dem Messer stechen, dann quietscht er. Irgendjemand sollte seiner traurigen Existenz ein Ende setzen. Ich würde es ja selbst machen, aber ich kann kein Blut ziehen. Aber du hast doch Regenwurmblut. Oder nicht? Können wir das Kochbuch zerstören? Nein, die Rezepte können ja nichts dafür. Es ist alleine Opas Untalent. Okay. Was wäre denn, wenn wir den Frosch mit einer Bombe erlösen? Irgendjemand sollte seiner traurigen Existenz... Das hast du ja schon gesagt. Okay. Und wenn wir hier eine Bombe reinwerfen in den Kessel? Ich bin doch nicht lebensmüde. Der kleinste Funke und es wäre aus mit mir. Ich wollte doch noch einmal Corona sehen, bevor ich sterbe. Ach so. Okay. Was wäre denn, wenn wir mit dem Kescher mal gucken, was in der Suppe drin ist. So einen bräuchte Opa auch. Dann müsste er nicht immer so lange warten, bis die Fische von alleine an die Wasseroberfläche treiben. Ja. Ja, das wäre bestimmt zum Brüllen komisch. Leider passt er nicht durch den Flaschenhals. Okay. Was ist denn, wenn wir die Gräte nehmen? Ich soll Opas Zutaten nicht füttern. Irgendwas mit emotionaler Bindung oder so. Als würde bei mir da irgendeine Gefahr bestehen. Die einzige Bindung, die ich jemals zu Opas Essen hatte, war ein Nicht-Angriffspakt. Das ist aber auch schon mal eine gute Sache, die du da ausgehandelt hast. Da sind offenbar schon genug Gräten drin. Und demnächst auch tote Vögel. Hatten wir mit dem Kescher schon mal versucht, hier an die Gläser zu kommen? Lieber nicht. So ungeschickt wie ich und dann... Ja, okay. Ja, ich kann hier nichts erkennen. Was haben wir denn noch? Wir haben doch jetzt ein Messer, ne? Was wäre denn, wenn wir mit dem Messer mal Richtung Spinnennetz gingen? An der Höhle war doch das Spinnennetz. Vielleicht hilft uns das ja mal weiter. Dann gehen wir mal zu der Höhle, wo wir Spot ja hier in die Schüssel reingeworfen haben, an dem Totem. Und dann können wir ja vielleicht mal gucken. Entweder sprengen wir die Spinne weg. Oder wir gucken mal, ob das Messer was ausrichtet. Wir fangen gleich mal mit der Bombe an. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Okay. Hätte ja klappen können. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Ach Mann, hätte ja klappen können. Was hatten wir denn noch? Was ist denn, Sedwick? Wir hatten doch noch ein Problem mit George Bush. Senior oder George W. Bush, ist ja auch völlig egal, welcher Bush. Da ist er, der Bush. Können wir da nicht mit der Bombe was machen? Fangen wir damit an. Einfach mal da rein, das dürfte den doch wegspringen. Das würde vielleicht sogar funktionieren, ja. Aber die Bomben haben keine Zündschnur. Dann nimm das Messer. Busch. Na dann mal los. Na also, du alter Killer. Wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Dann lass uns doch mal da hingehen. Dann latschen wir da mal durch. Die Raupe hinter uns her. Und dann gehen wir über die Brücke.
The Bridge Over the Troubled Water. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Du könntest ihn ja auch vielleicht mal ein bisschen schleppen. Stell dir vor, der wird heruntergeweht und landet im Wasser.